Willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir sind bei dem friedvollen Tal beim letzten Part gewesen und haben doch mit dem blauen Pikmin endlich das gemacht, was wir vorher nicht machen konnten. Über den See gelangen. Natürlich haben wir auch da schon alles trocken gelegt. Und nun würde ich sagen, wir vergehen Pikmin 33. Und mal gucken, was da noch so Schönes auf uns wartet. Okay, von den Plauen gibt es 34. Okay, diese fleißig Pikmin sind schon fleißig dabei. Ah, dann halt eben das Blaue. Fleißig dabei, ihre Art zu vermehren. Das ist sehr löblich, wie ich finde, aber wenn ihr schon das macht, dann achtet doch wenigstens darauf, dass ihr die richtige Farbe macht. Also, dass die Narbe die richtige Farbe hat. Die anderen Blüten brauchen noch ein wenig Zeit, um ehrlich zu sein. Wo ist die Empfehlung? Wo ist die Empfehlung der Faulenzer? Da ist der. Ich will auch vorankommen. Farmen mache ich später. Dann auf ihr bunten Pikmin. Ja, was zu tun. Hier haben wir auch die Brücke aufgemacht, soweit wie ich weiß. Dann halt nicht. Nein, nur die Plauen. Aber war noch schnell drin gewesen, ne? Komisch. Also was ich mir dabei so gedacht habe, keine Ahnung. Am besten auch ohne Opfer. Ist ja ein Erfolg. Also ich glaube, ich hatte da zu wenig Blau mitgenommen. Ich auch jetzt. Dann besieg ihn. Und nicht euren Hintern dabei abfackeln. Das mag ich nicht. Oh nein. Das habe ich schon geahnt, dass sowas passiert. Achtung, Notfall, die Pikmin leiden. Wenn sie so schön vom Bier auf ihre Pfeife blasen, könnten sie ihnen vielleicht helfen. Okay, alles gut. Dann macht hier schon mal auf. Und ich erkunde mal in der Zwischenzeit. Was gibt's hier denn so Schönes? Hier gibt's einen brennender Pikmin. Ich glaube, den müssen wir besiegen, weil er einen Schatz droppt. Hier können wir nicht hoch. Ah, der droppt auch nochmal einen Schatz. Dann kann ich mich erinnern, oder? Nee, hier gibt's einen Schatz. Der droppt den nicht. Dann habe ich mich wohl falsch erinnert. Was, die sind schon fertig? Okay, ihr seid unerwartet fleißig. Und das müssen wir wahrscheinlich auch noch aufmachen. Ist ein bisschen blöd, weil ich jetzt keine weißen Pikmin mitgenommen habe. Aber hätte ich das auch ahnen können. Bitte nicht durchs Wasser. Was ist das fehlende Pikmin? Dann kommt halt eben nicht, dann werdet halt in der Nacht von irgendwelchen Kreaturen gefressen, wenn es ihr Spaß macht. Okay, den mache ich zuerst fertig. Ich würde mal sagen, ihn hier. Bitte bevor sie irgendwas essen. Okay, das war etwas waghalsig von mir. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Der ist ganz wichtig, nämlich er wirft Felsen. Und wenn ein Pikmin sich unter dem Felsen befindet, ist der platt. Die ganzen Schätze beseitige ich später. Sind noch irgendwelche? Okay, alle sind gut. Das ist auch gut zu wissen. Dann kommen wir mal zu dir.
Und mach ihn kalt. Oh, der hat dann noch so ein bisschen übrig. Und besiegt. Aber wenn du jetzt meine Pikmin hast und dann weg. Weg. Sonst endet das ungut. Nein. Da werden jetzt Pikmin drauf gehen. Oder nur ein Pikmin. Also, soll mir recht sein, aber. Es sind doch viel mehr als so einer geplättet. Worden. Also ist mich, kann die da nicht so richtig dran werfen. Da brauchst du vielleicht lila Pikmin. Aber obwohl, so geht's auch. So geht's auch. Mach da gelbe Pikmin ran. Hier blau und hier der Rest. Immer noch blau. Okay. Dann haben wir auch diesmal was erreicht. Okay, ist wieder dieser Bursche. Vielleicht hätte ich nicht hingehen sollen. Nein, wehe, du machst Pikmin damit kalt. Wehe. Soll mir recht sein. Strange. Aber wie gesagt, soll mir recht sein. Dann kann ich dich auch mal wieder rufen, du kleiner Faulenzer. Kannst ja mal hier mitarbeiten. Okay, dann hat jeder was zu tun. So soll's sein. Ich glaube, diesmal werden wir nicht wirklich was erreichen. Wir sollten... Wobei, einer noch rein. Ich habe gerade keine Lust, was hier zu pflücken. Wobei, jetzt wird es gelb. Oder auch nicht. Soll mir nur recht sein. Wo die anderen sind, haben die einen McDonald's gefunden und wollen dann noch was essen oder was mit denen los? Unsagbares Wunderwerk. 50% der Schuld sind beglichen, aber es sind gar nicht hol alle Schätze, alle. Ich gehe dann am Ende noch welche, mach einfach. Dann haben wir eins für rote. Eins für gelbe. Ihr macht auch. Okay. Dann seid schön fleißig. Was sind hier die anderen? Keine Ahnung, was die da machen. Ist kein Urlaub. Komisch. Dann hol mal alle weißen raus, die ich habe. Und noch zwei blaue, damit es 100 sind. Und dann auf. Uns bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig. Das ist Tag 8. Kommt mir vor wie Tag 15. Die Anzeige wird aber schon nicht lügen. Und wenn doch, dann zeige ich die Anzeige an. Ah, schöne Wortdopplung. Ich mag's. Dann mach ich mal zuerst da die Weißen. Steht ihr schon? Und wenn ich Weiß sage, dann meine ich auch Weiß. Das ist angenehm mit den Weißen, da kann man schön rennen. Dann arbeitet.
Der Rest macht dann Louis. Also. Blau zu blau. Ja, noch einer. Und alles, was nicht blau ist, gehört dem Gelben. Nur 5. Ja. Die sind 8. Nein. Nur 8. Den so. Okay, zu dem will ich nicht hingehen. Die machen. Dann machen die halt den. Genauso, dass es 7 sind. Das Pikmin und der Zwiebel sind ja sicher. Ist doch so, oder? So, das muss auch noch aufgemacht werden. Er macht auf. Also, ich hoffe zumindest. Aber ich meine, das ist so. Wart schnell. Das Pikmin, die bei der Zwiebel sind, sicher sind. Aber so oder so. Aber so oder so. Ich denke schon, dass es so ist. Und du bist ein ganz mieser Käfer. Du bist ein ganz, ganz mieser Käfer. Okay, der Typ da versenkt meine Pikmin. Das sagt mir gar nicht zu. Moment mal, wo tragt ihr hin? So rum sind da keine Feinde. Sind keine Feinde. Okay, die weißen Pikmin sind auch fertig. Die anderen 16 machen den. Und das bisschen, was im Wasser ist, das kann verschimmeln. Dann holt mal Louis auch Olima. Achso, darum müssen wir das hier aufmachen. Quelle auch ausgemacht. Ja, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich doch das erreicht, was ich erreichen wollte. Und im nächsten Part erkunden wir dann die Dungeons. Dann haben wir alles freigelegt. Bis auf den Käfer, aber den mache ich irgendwann. Der wird vorerst verschoben. Das Blattpicken, das ist so langsam. Das wäre schön. Ja, doch, ich habe dann die 30 voll. Beziehungsweise, da sind 30 und dann habe ich 100. So soll es sein. Dann warte ich doch, bis das hier die Zwiebel fertig ist. Und dann geht's auf zum Sonnenuntergang. Und wir beenden den Tag, der ziemlich erfolgreich ist. Und meine Aufnahme leckt jetzt sowieso rum. Tut mir leid, Leute. Ab jetzt wird's asynchron, da beile ich mich auch. Olima sind mein Held, sie haben meine Schulden. Die halben Schulden wurden getilgt. Trotzdem musste ich untertauchen. Konzentrieren sich auf ihre Arbeit und keine Vollenzer rein. Jawohl. Beiden. Die Aufnahme ist asynchron. Nicht, dass es noch asynchroner wird. Ja, ciao, Leute.